einen schönen guten Abend. Herzlichen Dank. Ihr seid wirklich nette Leute. Den heutigen Abend wollen wir unter das Motto des Trivialen stellen. Fettbergs Verkörperung des Trivialen. Wir sind zu diesem Thema gelangt, weil in unserer Redaktionssitzung der Regisseur gesagt hat, wir sind vom Sportverein die Unzertrennlichen, Regisseur Kurt Palm, Wurstsemmen, T-Shirts, Bücher, Plakate gibt es an der Kasse. Also der Regisseur hat gesagt, was, die beschäftigen mich nächstes Jahr mit Ulysses, was der, das von Joyce. Und der Joyce hat ja eigentlich gesagt, er sei ein Trivialist, das Triviale sei sein Thema, oder er versucht überhaupt alles zu trivialisieren. Und da habe ich einmal nachgeschaut, was Trivial eigentlich heißt. So fängt jede Inszenierung unseres Regisseurs an. Und das Triviale heißt zu Deutsch dreiwegig. Trivial. Dreiwegig. Und wenn man den heutigen ersten Abend sich vor Augen führt, würde man auf den ersten Blick meinen, na ja, Psota, Berner Turnherr, bunt zusammengewürfelt, wie das Leben so spielt, drei Gäste. Aber wenn man nämlich genau schaut, kreuzen sich diese drei Persönlichkeiten genau exakt in mir. Ich möchte da jetzt nicht in den Kabarettismus aufrutschen, aber es ist tatsächlich für mich eine essentielle Begegnung heute Abend, die mir von äußerster Wichtigkeit ist, denn zuerst beschäftigen wir uns mit dem Essen, denn das gesunde Essen ist besonders für jemanden, der viel isst, von entscheidender Wichtigkeit. Also ich meine, wenn ihr, die ihr wenig esst, ein bisschen Giftzeug nehmt, ist das nicht so tragisch. Aber wenn ich, der ich viel esse, viel Gift dann auch zu mir nehme, ist das sehr tragisch. Und darum haben wir uns gedacht, Psota. Dann hat sich ja, sagen wir, bei uns am Bauernhof, ich bin am Bauernhof aufgewachsen, und da war das Essen neben dem Rosenkranzbeten mehr oder weniger die einzige Ekstase. Und so, und diese Ekstatik beim Essen hat sich in mir als große Lustquelle erwiesen. Und das Zweite, was wir sozusagen, wo ich am Bauernhof Lust empfand, waren die Zeitungen. Die hat nämlich am Bauernhof niemand interessiert. Und da konnte ich also auf diese Weise Zeitungen sammeln. Habe ich den Winzer übereinander gelegt, das Wiener Kirchenblatt übereinander gelegt, den Bauernbündel übereinander gelegt. Und habe zu Zeitungssammeln begonnen, weil das war einer der wenigen exempten Gebiete, die niemand sonst interessiert hat. Weil bei unserem Bauernhof waren alle Dinge sozusagen fest in fester Hand. Und ich als Neugeborener musste mir halt einen Bereich suchen, wo ich zu mir kommen konnte. Und dieser Bereich war das Zeitungswesen. Und darum heute der Herausgeber einer der Hoffnungsnachwuchszeitungen Wiens. Wir reden hier vom Falter und vom Armin Thurnherr, den Chefredakteur dieser Zeitung. Und weil also eben das Zeitungswesen die zweite große Leidenschaft von mir ist, haben wir gedacht, also Thurnherr, also das Triviale. Und drittens, nachdem das aber dringend therapiert gehört, haben wir eine Therapeutin zu uns gebeten. Ich glaube, das ist so in etwa die Problematik des Trivialen. Moment, Wurstscheiben, Palm, T-Shirts. Moment. Motto heute, ja genau, ich glaube, das war wesentlich, habe ich damit gesagt. Darf ich die Musikkapelle Chrono Pop auf die Bühne bitten? Gefolgt von unseren... Viel Freude. Und dann natürlich die große Freude unseren... Er hat sich ein Mensurbärtchen wachsen lassen. Robin, Assistent... Robin. Applaus für unseren Assistenten. Haben Sie, wenn sich so junge Buben Mensurbärtchen wachsen lassen, erblüht doch jedes Erwachsenenherz. So. Ich stelle also hier jetzt die Uhr her und wir wissen, dass wir genau 18 Minuten haben. Und darf ich jetzt Herrn Hofrat, Senatsrat, Professor Dr. Psota, Leiter der Lebensmittelanstalt, ehemaliger Leiter der Lebensmittelanstalt Wiens, auf die Bühne bitten.
Sehr geehrter Herr Hofrat. Nein. Eierlikör oder Frukade? Weder noch. Wasser. Ein bisschen Wasser. Bitte, danke. Aber ich glaube, das liegt daran, dass Sie Zucker haben. Ja. Na, aber ich nehme auch Wasser. Das ist weil ich werde auch bald Zucker haben. Das wird sich, zeichnet sich schon ab. Herr Hofrat, Sie haben ein Buch geschrieben über Essen wir uns zu Tode. Es ist also... Darf ich das vielleicht ganz kurz in die Kamera halten? Das ist im Buchhandel bei Überreiter erhältlich. Professor. Gewesen. Ist ausverkauft. Kein einziges mehr zu haben? Das ist das Letzte. Dürfte man es fotokopieren? Herr Hofrat, Sie haben schon vielleicht gehört, es ist das Interesse des Fresssüchtigen, möglichst gesunde Lebensmittel zu sich zu nehmen. Das hilft ihm aber auch nichts, wenn er zu ist. Ja, natürlich. Warte, ich glaube, wir haben da... Aha. Nein. Sie müssen da aufpassen, dass das Mikrofon... Herr Hofrat, wenn ich zum Beispiel... Ich gehe wahnsinnig gern zu Etouche, hätte ich gesagt, zu McDonald's. Die haben den großen Chefsalat. Wenn ich den jeden Tag isst, 3 Jahre lang, habe ich da dann eine, wie soll man sagen, eine Bleivergiftung oder eine Schwermetallvergiftung? Nein. Weil die haben ja immer denselben Salat, ob Februar oder Oktober, es ist immer dasselbe Endivien-Salat, dieser knackige. Nein, Sie kriegen sicher keine Bleivergiftung davon. Aber Megerer werden Sie auch nicht. Ja gut, aber Salat wäre ja gesund. Naja, schon. Für den, der man macht. Na gut, aber sag mal, ich stelle mir das so vor. Die Firma McDonald's hat ja beschäftigt wahrscheinlich ein Glashaus und einen Gärtner. Ja. Und in dem Glashaus wächst seit 10 Jahren jedes Jahr 3 Tonnen Endivien-Salat. Und die hauen da irgendwelche Chemikalien rein und da wächst der. Wahrscheinlich ist der gar nicht in der Erde drin, vielleicht sogar schon in einem Wasserbett. Nein. Kommen Sie in solche Gärtnereien und schauen Sie sich das an, ja, wir diese Schwermetalle da drin sind? Nicht. Solche Gärtnereien, die gibt es in Holland. Ah, die holen Sie den Salat außerhalb von Österreich? Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Es ist möglich, dass er Teil vom Ausland ist. Also wenn, dann aus Holland. Aber ich meine... Wie wird das überprüft, dass da drin nicht zu viel Schwermetalle sind? Es wären ungefähr 500 Proben von der Lebensmitteluntersuchungsanstalt Wien jährlich Gemüseproben untersucht. Nur bei McDonald's? Nein, überall. Der McDonald's kauft sie ja auch am Markt. Aber es ist immer dasselbe Endivien-Salat. Nein, das können sie gar nicht erkennen. Ein Divian-Salat ist ein Divian-Salat, das muss ja nicht dasselbe sein. Okay, der gleiche. Der gleiche. Aber jetzt. Na, ich meine, haben Sie überhaupt das Recht des Zutrittes in Produktionsfirmen? Ich also habe gehört. Ich nehme. Ja, Sie sind ja seit 1. Jänner 1993 in Pension. Aber ich meine, jetzt Ihre Behörde hatte, hätten Sie überhaupt den Zutritt zu solchen Anstalten? Ich glaube, Sie dürfen ja nur in den Handel. Ist ja Sie dürfen nicht wahr. Ja nicht. Wir ziehen, also die Untersuchungsanstalt zieht mit dem Marktamt zusammen in Simmering, in den Gärtnereien und im 22. Bezirk ungefähr 1000 Proben im Jahr. Mhm. Selber am Acker. Mhm. Also aber, das stimmt nicht. Aber ich habe irgendwo mal gehört, zum Beispiel in eine Dosenfabrik dürfen Sie nicht aber und zuschauen. Eine Dosenfabrik, wo so, Blechdosen. Nein, wo wo diese Dosen angefüllt werden. Sind das nur in 2 verschiedenen Fabriken? Natürlich. Ja, aber ich meine, wenn das, also wo das eine... Naja, bei der Infersdorfer, natürlich dürfen wir da eine. Da dürfen sie eine? Überall. Sie dürfen überall eine. Feierlich. Sozusagen wie ein Kriminalinspektor, da zahlen sie ihr Hundsmarken aus und sagen... Na sicher, wir haben sie gar eine. Ja, und sie zahlen das aus und sagen... Ja, wir haben's nicht mit. Ja. Und sie dürfen alles nehmen... Weil es nämlich so, ich zum Beispiel habe noch nie in meinem Leben einen Lebensmittelkontrolleur bei der Arbeit ertappt. Aber
ich sehe ununterbrochen irgendwelche Verkehrskontrolleure. Nein, nicht so viel. Nein, aber das ist ein Parken. Also ich fahre oft ganze Wochen und Monate nicht mit dem Auto. Ja. Aber sich ununterbrochen Autokontrolleure. Aber ich is jeden Tag jede Menge und sich nie an Ansichten. An und für sich wären 150.000 Proben im Jahr ungefähr natürlich gezogen. Vom Marktamt oder den Lebensmittelpolizisten. Also Wirtshäuser, Supermärkte, alles. Gärtnereien. Und zwar gibt es einen Plan, nach dem man überall zu gehen hat. Viermal im Jahr, mindestens viermal im Jahr in jede Fleischerei. Mhm. Und wie oft sind Sie da schon bestochen worden? Oder Bestechungsversuche? Also ich meine, gibt es also, da... Also Versuche gibt es schon. Völkerrecht. Ja. Und da gilt es tapfer, da heißt es tapfer sein. Na, für was? Naja. Das braucht man nicht so oft. Meistens ist es so, wenn der so einen Blödsinn macht, dann zahlt er hinten noch drauf. Ja. Weil dann nimmt er erst recht Proben und viel Proben. Ne? Aber den Biller gibt es noch immer. Da waren doch so wahnsinnig viel. Fleischproben nicht in Ordnung. Ja. Aber den gibt's. Aber der hat nicht zusperren müssen. Nein, aber Strafzahlen. Aber er hat es gerade noch überlebt. Also. Täten Sie die strenger bestrafen, wenn Sie Gesetzgeber wären? Die sind meistens Angestellte. Ja. Der am wenigsten verdient, der wird als Beschuldigter von der Firma genannt. Weil der Filialleiter ist jetzt schon zu gut. Ne? Der ist jetzt ja, aber könnte man da in der, jetzt bilden wir ja die neue Regierung, da könnte man doch ausmachen, wir machen das jetzt anders. Na, wir denn? Umgekehrt. Zum Beispiel den Eigentümer das geht bestrafen. Na ja, Gerichtsfrage. Ja, aber wenn das Parlament sagt, bestraft ja immer die Eigentümer. Das kann es gar nicht. Der Schuldige wird zu finden sein. Und nachdem also der Marktamtsbeamte nicht wissen kann, wer schuld ist, wird gefragt. Ja. Und da wird nicht, und wer wird denn gefragt? Erstens einmal der schlicht oder in einen Supermarkt ein, also was, der hat keine Verantwortung. Ja, genau. Da wird dann der Filialleiter, aber dann ist aus. Genau. Und ich glaube, wir haben jetzt Quod erat demonstrandum bewiesen, wie sehr der Staat bereits zum Handlanger eines unreversiblen Systems geworden ist. Was hat das mit Lebensmitteln zu tun? Naja. Das habe ich gar nicht witzig gemacht. Nein, aber Sie müssen wissen, ich bin ja auch irgendwie ein bisschen eine künstlerische Natur. Das sieht man. Ja, und jetzt kommen wir zum Käse. Also der Palm ist ja überhaupt Vegetarier und auch ich esse gelegentlich Käse.